Hallöchen, liebe Bastelfreunde, Sebastian hier von DevMom Models. Willkommen zur nächsten Videofolge hier für den Königstiger, dem RC-Panzer aus dem Hause Hachette mit Ausgabe 44. Ja, es gibt einen großen Pappkarton und da schauen wir gleich mal, was da drin sein könnte, denn wir arbeiten heute an der Wanne weiter und zwar an der ersten der zwei Seiten. Wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst auch gerne ein kostenloses Abonnement da, über einen Daumen nach oben und einen Kommentar, würde ich mich natürlich sehr freuen. So, ich habe hier schon mal die Wanne zurechtgelegt, ne? Die brauchen wir gleich. Legen wir kurz beiseite, denn wir müssen natürlich vorher erstmal hier den Karton öffnen und schauen, was sich da drin verbirgt. Oh, hier haben wir schon mal Schäkel. Schrauben, 1, 2, 3. So, dann haben wir hier aus Alublech ist es diesmal nicht, sieht aus wie Stahlblech. Ein Seitenteil. So, und dann noch Aluminium. Eine Drehstabstütze. Und zu guter Letzt haben wir hier noch das Seitenteil. So, und zwar ist das Ganze für die linke Seite und genau, dann schauen wir gleich mal, wie es hier losgeht. Wir haben natürlich jetzt hier, wo ich gerade die Schäkel erwähnt habe, das sind die Abschlepphaken. Da haben wir hier immer zwei Splinte, zwei Schäkel und zwei Stifte. Passen dazu dann noch für die weiteren Arbeitsschritte QM-Schrauben, RM und nochmal QM. Okay, schauen wir mal. Wahrscheinlich ist hier bloß ein Beutel zu viel mitgeliefert worden. Ah ne, QM sollten tatsächlich 9 Stück insgesamt sein. So, die RM lege ich mir noch raus. Okay, so, dann geht's los mit dem ersten Arbeitsschritt. Und zwar werden wir jetzt hier an dem Plastikseitenteil, hier an der grünen, an dem grünen Ende, den ersten der zwei Schäkel anbringen. Und zwar sehen wir das hier schon, dass wir hier farblich gesehen zwei verschiedene haben. Und wir nehmen uns den komplett grünen, können den hier schon mal so durchstecken. Nehmen uns dann einen Bolzen, den wir hier einmal passenderweise noch durchstecken. So. Und dann nehmen wir uns einen der zwei Splinte und versuchen unser Glück mal, das Ganze hier durch die wirklich kleine Öffnung durchzufriemeln. Ich nehme mir jetzt dafür eine Pinzette zur Hilfe. So, und stecke das jetzt hier in das Loch an und drücke es einmal durch und dann haben wir das hier Ganze schon drin. So. Dann wiederholen wir den Schritt auf der anderen Seite und bauen den jetzt so ein, dass die grüne Seite jetzt hier auf der, genau, auf der Seite ist, wo hier dieser halbrunde Kranz drauf steckt. Ne? So, also wieder Bolzen von unten durch. Mal durchschieben. Und dann den Splint hier durchstecken. So, ich suche ihn gerade.
So, wenn das Ganze erledigt ist, dann nehmen wir uns die Wanne vor und drehen uns diese mal so rum, dass wir hier, wo wir das letzte Mal noch die Platten festgeschraubt haben, das ist jetzt unten. So, legen das Ganze jetzt hier so hin. Ich mache das jetzt mal auf eure Seite. Und dann bauen wir oder legen den Winkel erstmal so an, dass wir hier vorne jetzt zu eurer linken das zweifarbig haben, zu eurer rechten den grünen. So, machen hier mal eine Passprobe, ob das Ganze so drauf passt. Und dann haben wir hier innen so eine Steckstifte und verschiedene Schraublöcher. Da guckt ihr dann am besten auf der Innenseite, dass hier die einzelnen Steckstifte, zum Beispiel jetzt hier und hier, also diese zwei hier gleich einigermaßen gut drauf passen. Dann knippt man das jetzt hier so ein. Das machen wir jetzt einmal auf die komplette Länge durch. Überall da, wo die Stifte sind. So, ich hoffe, ich habe alle. Jawohl. Und dann fangen wir jetzt an, das Ganze einmal festzuschrauben. Und zwar fangen wir mit den QM-Schrauben an den ersten 5 Positionen. Und zwar sind das hier einmal diese hier oben, dann diese. Parallel drunter sind die ersten 3. Und dann diese 2 noch. So, QM. So, ich fange jetzt mal mit euch zusammen jetzt hier gleich beim mittleren an und mache die nächsten gleich fix allein. So, dann machen wir im vorderen Bereich noch 1, 2, 3, 4 von den QM-Schrauben rein und zu guter Letzt noch hier in dieses Loch drehen wir jetzt noch eine RM-Schraube rein. Die muss natürlich jetzt ein Stück länger sein, damit sie hier vorne dieses Winkelstück da noch mit erwischt. Dann sollen wir uns die Baugruppe so hinstellen, wie ich es jetzt hier vor mir habe, denn wir bauen jetzt als nächstes, jetzt muss ich gerade mal schauen, diesen Winkel an. Den sollen wir jetzt hier mit diesen Löchern über die drüber stehenden Schrauben, die wir gerade eben eingesetzt haben, einmal drüber stülpen. So, und dann, ich habe vergessen, okay, das war jetzt ein Fehler meinerseits, und zwar müssen wir das Blech nämlich gleich mit festschrauben, das habe ich vergessen euch zu sagen, also muss ich jetzt alle Schrauben nochmal ein Stück lösen. Das mache ich jetzt eben, ich begradige die Schrauben jetzt alle, lege das Blech dann ran und drehe die wieder fest. So, kleiner Korrekturbeitrag. Na, jetzt ist das Ganze hier ordentlich fest. Also ich habe dafür nochmal die neuen Schrauben RM alle angelöst und habe das Blech dann quasi nochmal mit verschraubt. So, und jetzt kommen wir zum vorerst letzten Arbeitsschritt für heute. Und zwar suchen wir uns mal, ich nehme jetzt mal einen roten Edding, ist jetzt für die Innenseite, da sieht man es nachher eh nicht mehr. Oder habe ich irgendwo einen Bleistift? Dann würde sich das Ganze natürlich auch ausgehen. Ja, da ist einer. Jawohl, sieht man. Also ich sehe es zumindest. So, und zwar haben wir jetzt, müsst ihr euch jetzt hier für die Schiene folgende Löcher suchen. Und zwar von der Schräge aus haben wir hier einmal dieses Loch, dieses, dieses und dieses.
So, und dann nehmen wir uns jetzt hier die Schiene so, dass die das glatte Profil nach innen zeigt und das gezahnte nach außen. Und stellen das jetzt hier hochkant hier drauf. Und dann seht ihr hoffentlich, dass ihr die Schraublöcher, die ich jetzt gerade eingekreist habe, dann mit den Löchern in der Bodenplatte hier übereinstimmen. Und genau, wir werden jetzt von der Unterseite die RM-Schrauben eindrehen und schrauben das Blech dann quasi damit fest. So, da mache ich jetzt mir aber einen Tropfen Öl dran. So, jetzt mal schauen, ob wir das Loch hier auch treffen. So, da guckt es durch. Dann probiere ich mal mein Glück. Das war noch nichts. Okay, also am besten die Schraube von der Seite einmal eindrehen, bis der Schraubkopf kurz vorher hier, also so einen halben Millimeter ungefähr oder maximal ganzen Millimeter aus dem Blech rausguckt, dann setzt ihr die Schiene einfach nur drauf, haltet das hier mit ein oder zwei Fingern, je nachdem wie es euch recht ist, hier fest und schraubt es dann hier einmal die Schraube vollends fest. So, ich mache jetzt noch die restlichen rein, ne, bis wir die Schiene einmal komplett fest haben und dann sind wir für heute auch schon wieder durch. So ihr Lieben, und das war's dann auch schon wieder für die heutige Videofolge. Hier nochmal sorry, dass ich da das mit dem Blech kurzerhand falsch erklärt hatte. Aber Fehler passieren. Haben es ja rechtzeitig gemerkt und habe es dann entsprechend auch gleich umgeändert. Ne? Also falls ihr ja das Video natürlich nach meinen Anleitungen oder nach meinen Videos baut, was mich natürlich ehrt, wenn ihr das tut, dann wie gesagt da nochmal ein dickes Sorry, dass ich das falsch erklärt habe. Aber hat ja letztens noch rechtzeitig gut gepasst. So, wir haben jetzt hier vorn und hinten jeweils die Abschlepphaken dran und hier natürlich auch schon das erste Seitenteil, wo wir dann hoffentlich irgendwann mal die Räder anfangen können zu bauen, damit wir auch mal eine Funktion für unsere erste Kette haben. So, in dem Sinne wünsche ich mir natürlich, dass ihr zur nächsten Folge wieder reinschaltet. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbauen und sage daher Tschüss und bis zum nächsten Mal.